Moin Moin, herzlich willkommen hier bei CatQuest. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir reden jetzt erstmal mit dieser Tafel oder mit der Tafel. Guck mal, da ist auch eine Tafel, hier ist eine Tafel, überall sind Tafeln. Wir gehen erstmal zu der Tafel. Die Drachen sind gekommen. Halte dich von der Höhlengrotte fern, Mounts. Drachen! Ich wette, dass die weiße Katze irgendwie mit diesem Chaos zu tun hat. Schauen wir uns diese Höhlengrotte doch mal näher an. Denk dran, oft ein Nickerchen zu halten, damit wird das Spiel auch gespeichert. So, hier nichts weiter verfügbar. Ich mache mir echt Sorgen, dass wir wieder gegen das Lupusreich in den Krieg ziehen, Mounts. Diese Hunde führen was im Schilde. Denk an meine Worte. Hunde. Kommen wir zum König? Ah ja. So, erstmal ein Nickerchen machen. Dankeschön. Der Magier des Königs. Belohnung 50 plus 100. Nimm wahr. Auf dem König liegt ein Fluch. Nimm heute an der Rettungsmission am geheimnisvollen Tempelteil. Das sollten wir tun. Den König braucht unsere Hilfe. Erstmal hier ihn hier mal eben wegcatchen. Aber sind jetzt alle Gegner wieder da? Nö. Irgendwie ausgebüxt. So, gehen wir einfach mal dahin, wo der Fall denn zeigt. Ich glaube, der Fall zeigt doch mal zur Hauptquest, oder? Wir sind hier, um den König zu retten. Endlich. Eine Katze ist zu unserer Hilfe gekommen. Als erstes müssen wir den obersten Magier finden. Er weiß, was passiert ist. Doch er ist verschwunden. Wie können wir ihn finden? Wir haben einen Zauberspruch gesprochen, um die magische Energie des obersten Magiers zu finden. Doch die Fundorte verändern sich ständig. Ich markiere sie mal. Vielleicht könnt ihr nach ihr forschen. Nebenquest. Hallo. Bababam. So. Die waren komischerweise wieder da. Hat sie doch schon getötet gehabt. Egal. Alles extra Loot. Erfahrung. Bababam. Da ist noch eine Kiste. Was haben wir denn hier? Du hebst einen halb vergrabenen Zaubertrankfläschchen auf. Im Inneren des Fläschchens ist magische Energie gefangen. Sehen wir uns mal die anderen Orte an. Jetzt da hinten hin, okay. Alle hier den Wald noch abchecken. Und hier. Hallo. Oh, so viele Gegner. So viele Gegner, kommt mal alle her. Kommt alle ran da. Ich will euch alle gleichzeitig. Kommt mal alle zusammen. Alle zusammen hier. Alle zusammen. Ja, ganz zusammen geht das nicht. Kein Mann mehr. Bam, bam, bam. Klatsch, klatsch. Haha. Ja, zerpuffen sie alle. Bam, bam. Oh, ich muss gleich wieder schlafen. Du hebst ein weiteres halb vergrabenes Zauberfläschchen auf. Noch immer kein Magierkätzchen. Der letzte Ort zum Überprüfen. Da hinten irgendwo. Okay. Höhlengrotte. Mussten wir da nicht rein? Haben wir nicht irgendwo sowas wie ein Quest-Tagebuch oder so? Wir haben doch hier zwei Quests, oder nicht? Die Nebenquest und die Hauptquest. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hey, der ist einfach gespawnt. Der war doch schon tot. Erstmal ein Nickerchen wieder machen hier. Warte mal. Busch. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. So, weiter geht's. So, die Höhlengrotte waren wir, ne? Erkennt man das eigentlich? Komm, hier ist auch wieder alles da. Sag ich jetzt nicht, dass auch die Questinhalt. Questinhalt. Dass die Kiste auch wieder drin ist. Ist die Kiste wieder voll? Ne, Kiste ist weg. Okay, also die Dinger respawnen anscheinend. Kann man ein bisschen grinden. Autsch.
Autsch. Bam, weggeräumt. Na gut. Ich meine, im Grunde sind das ja sowieso immer nur hier eine Erfahrung, ne? Aber wir merken uns, was wir so alle schon gemacht haben. Die Höhle haben wir ja auf jeden Fall schon gemacht, das wissen wir ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Für die andere Kiste da hinten, ne? So, was geht hier so? Nix. Und was ist das? KitKat, der Schmied. Für 50 krieg ich was. Für 5000 krieg ich eine große Kiste. Oh, 5000. Yo, zieh nicht los, ohne die Ausrüstung zu kaufen. Ja, für 50, die gönne ich mir jetzt einfach mal. Suchst du nach Ausrüstung? Dafür musst du 50 Gold zahlen. Dein Glück versuchen? Die Weißmagier-Kapuze. Zwei Leben und ein Mana, aber drei Dingsen weniger. Ach, kann ich immer wieder. Und ach so. Kann ich immer wieder für 50, also quasi drei Items noch holen und die stacken sich dann, ja, wie gesagt. Bums. Batsch. Oh. Alles meins. 15 Erfahrung bringen die sogar. 15 Erfahrung. Da hinten in die Höhle müssen wir rein. Kommen wir da rüber eigentlich? Babam. 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 Oh, ich bin gleich tot. Brenne ich? Ich habe auch gebrannt. Beta-Ruinen. Was haben wir hier? Nickerchen machen. Lass mich mal ein Nickerchen machen. Klatsch. Dankeschön. Spiel gespeichert. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke. Keine Quest? Achso, Quest abbrechen. Ich habe lange noch im Wasser gelebt. Um zu wissen, dass man Mäuschen nicht trauen kann. Piratengesindel, alle von denen. Und wenn ich da reingehe, kriege ich noch einen Zauber. Hallo. Für 50 gönne ich mir. Blitz miau, brutzelt mein Feind knusprig miau. Wissen, Blitz miau gegen 50 Gold. Ja. Neue Fähigkeit. Zack. Auf RB. Brutzel deine Feinde links und rechts von dir knusprig. Und verbrennt Feinde und macht sie anfälliger für Schaden. Knusprig. Tschung, tschung. Pjung. Oh, okay. Dann kurz warten, bis Mana wieder voll ist. Und dann können wir weiter. Was sagt die Zeit? Haben noch. Und da ist wieder so ein Monument. Guck mal da hinten. Was bist du? Hast du eine Quest für mich? Sehr viel Fragezeichen. Okay, wir wissen anhand der Fragezeichen, dass wir noch nicht drin waren. Daran können wir auch ausmachen, wo wir waren und noch nicht. Ein Monument. Schau, da ist eine Inschrift drauf. Der Frieden, den die alten Meister brachten, währte nicht lange, denn schon bald darauf kamen die Drachen. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. Ich frage mich, wofür die überhaupt sind. Und ich frage mich, was uns hier erwarten wird. Wie, was sind das? Fäuste? Die haben Totenkopf-Level-Gedöns. Ich glaube, von denen sollte man sich nicht treffen lassen, oder? Aber die machen ja nichts. Patsch, patsch. Können die überhaupt scherben? Guck mal, jetzt machen wir nur noch einen Schaden. Okay, die gehen nicht tot. Ich habe das Gefühl, dass die nicht tot gehen. Putsch. Putsch. Ah, ne. Erstmal hauen hier. Nein. Oh, tot. Nein. Spielende. Miau. Okay, das Fragezeichen bleibt aber. Sehr gut.
Dann wissen wir, dass wir da noch rein müssen. Da, guck mal, da ist schon wieder so ein Monument. Ein Monument. Schau, da ist eine Inschrift drauf. Die alten Meister, unsere Götter, machten uns nicht nur das Geschenk der Sprache, sie brachten uns auch mehr von ihrer Art bei. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. Schnauze. Ich frage mich, ob du deine Klappe halten kannst. Hey. Das ist wie so ein Hoppelbaby, nur das es ist, ne, alles hier katzenmäßig. Kommt her, ihr Bein. Kommt, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Ja. Patsch, nehme ich erstmal die Beine. Patsch, oh. Oh, wir haben den Zauber noch gar nicht. Wir haben den Zauber noch nicht, den Blitzzauber. Muss ich mir gleich mal eben holen. Mal eben. Hier mal eben wegdütschen. Ich bin gleich tot. Ah, der ist nur noch nicht ausgerüstet. So. Jetzt schlafen? So, jetzt tun wir einfach so, als wäre nichts gewesen. Hör doch mal auf, jetzt hier B zu drücken. Okay, gehen wir da rein? Nein, wir gehen erstmal. Du hebst ein weiteres halb vergrabenes Zauberfläschchen auf. Wo ist der oberste Magier? Gehen wir zuerst mal wieder zurück. Gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. NC-Loch. Hallo. Zack. Zack. Jawohl. Alles gut, nichts passiert. Ich bin eine Katze. Doch, du bist ein Hase. Ja. Wenn das Spiel als Hase geben würde. Pam. Pam. Jawohl. Haben wir schon die dicken Erfahrungen. Wir sind bald Level 500. Was ist hier denn los? Patsch. Hua. Bisschen hier raus. Tschung. Hau, da sind sie zerfetzt. Was sind das? Kühe? Schweine? Kühe? Schweine? Kühe? Oder Schweine? Pam. Hu. Pam. Zack. Au. 60 Schaden habe ich gekriegt. Leck mich am Arsch. Boom. Huh. Habe ich immer. Und dafür kriege ich. Tadadadam. Was ist das? Eine Kettenrüstung. 3 Rüstungen und 4 Leben. Das ist unsere erste Rüstung. Also anziehen. Bing. Ich würde die gerne irgendwie sortieren. Genau, hier. Bam. Sortieren nach. Ich lasse das so. Weiter geht's. Ich habe nur noch ein Leben oder so, ne? 2 Leben. War easy gemacht. Bin easy weggeklatscht. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Pum. Batsch. Hat's gemacht. Da ist die Schmiede. Du. Erstmal schlafen. Du musst dringend schlafen. Batsch. Bam, badam. Du gibst dem Magier die Fläschchen. Das ist die magische Energie des obersten Magiers. Aber warum ist sie in Fläschchen? Wir sind nicht hier die Magie-Experten. Wir müssen etwas Zeit mit Nachforschungen verbringen und das in Ordnung bringen. Hier ein kleines Dankeschön für euch. Ich schaue später mal wieder auf der Übersicht nach. Magierhut, juhu. Direkt ein... Können wir da rein? Können wir nicht?
können wir jetzt. So, ich möchte das gerne upgraden. Gold macht alles stärker. Willst du es Flammenschnurren gegen 100 Gold verbessern? Ja! Bam! Level 2. Let's go. Zu teuer. 1, 2, 3 Geld habe ich. 1, 2, 3. Hier ist eine Quest. Aber da sollen wir rein. Aber hier ist eine Quest. Quest Level 8. Die Magiersuche. Ich gehe erstmal da rein. In die Höhlengrotte. Falls wir Manze am Inneren finden, dann sollten wir sie durch Kratzen vertreiben. Einige Feinde haben eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Versuche sie stattdessen mit Magie mit größerer Reichweite zu treffen. Oh, kriegen wir schon hin. Schon wieder diese Höhle. Zum dritten Mal. Das ist dieser Boss am Ende, den wir jetzt schon zweimal gemacht haben. Bam, bam, bam. Bam, bam. Haben wir unser Maximallevel erreicht oder was ist los? Level 6. Unser Maximallevel. Zack, bam, bam. Einfach so. Bam, weg. Keine Spur von der weißen Katze oder deiner Schwester zu sehen. Lass uns die Tatzen in die Hand nehmen und hier verschwinden. Keines fehlt. Keines fällt. Das ist. Da ist die weiße Katze. Schnell hinterher. Wie kann so ein Fellknäuel wie du meinen Drachen besiegen? Egal, ich vernichte dich einfach jetzt sofort. Ja, komm weg. Level 7. Und sei nicht so stolz, das war nur ein Klon, den ich mit einem Quäntchen meiner Macht erschaffen habe. Zweifelsohne stammt deine Macht von diesem Mal, das du besitzt, beeindruckend. Wer bist du und warum hast du die Schwester meines Freundes gekatznappt? Einfache Sterbliche wie du können mich Dragot nennen. Wenn du deine Schwester wiedersehen willst, dann folge mir. Und wenn du sehen willst, wie ich die Schwester hole, dann folge mir ebenfalls mit einem kleinen Abo. Da. Also, da. Wir müssen zurück. Hä? Ich achte darauf, dass die kümmerlichen Bauern mich nicht sehen können. Sie sind es nicht wert. Siehst du, wie der große König der Katzen sich in seinen Palast versteckt? Nicht mehr als ein zitterndes Etwas, dank meiner Macht. Und los. Oder die nicht enden wollenden Quest dieser Stadtkatzen. Sie haben keine Ahnung, dass es meine Macht ist, die ihr Ungemacht verursacht. Bist du wie eines dieser wertlosen Leben, die in diesen Städtchen herumkriechen? Ständig betteln die Helden auf ihren Questtafeln um Hilfe an. Nein, du kommst mir irgendwie anders vor. Und deshalb werde ich jetzt ein einfaches Spiel mit dir spielen. Erlange mehr Macht, beweise mir, dass deine Art über ihre schwache Hülle hinauswachsen kann. Besiege die Drachen, die ich gerufen habe, und ich werde deine Schwester freilassen. Oje, Dragos, du bist der typischste Bösewicht überhaupt. Lend die nicht am einfachsten zu hassen. Mann, wie konnte deine Schwester an dieses Schlamassel geraten? Nun, ich vermute, wir müssen Dragos nur bei diesem kleinen Spiel schlagen. Dann... Du, 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 du.
Doch bevor wir weitermachen, lass uns sicher gehen, dass du auch richtig ausgerüstet bist. Oh, oh, oh. Meister KitKat, viel zu lange her. Spiri, wie ich sagte, nenn mich einfach Kit. Such dir Leute nach Waffen und Rüstung, kommt rein, kommt rein. Schaut mal in meiner Schatzkiste nach, um neue Ausrüstung zu kriegen. Aber das kostet ja Geld. Zieh dich los. Soll ich noch? Ja, komm, gönn ich mir noch mal 50. Ja, komm noch mal, ja. Ich gönn mir noch mal einen Fuffi. Die passende, die richtige. Auf Level 7. Habe ich. In Ordnung. Finden wir einen Wachturm. Dort wissen sie, wo die Drachen sind. Könnten wir machen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns. Nächste Folge. Haus rein. Bis dann. Miauts.